Also ganz viele bekannte Gesichter, einige mir weniger bekannte. Also wir haben über unsere Grenzen hinaus Leute erreicht, das ist schön. Und zwar mit dem Ralf Böß, der uns heute was erzählen will über die Erneuerung der Bundesrepublik Deutschland an ihren eigenen Idealen. Dankeschön. Viel Spaß. Es geht um ein Thema, wie wir die Souveränität bekommen. Wenn man sieht, was unsere Politiker machen, kann man immer mehr das Gefühl haben, dass die Politiker in einer völlig eigenen Blase leben und überhaupt nicht mehr merken, was die Bevölkerung will. Und die gesamte Politik ist völlig abgenabelt, die hat mit uns nichts zu tun. Wir sind nicht mehr der Auftraggeber dieser Politiker, sondern die Auftraggeber stehen dahinter, in ganz anderen Bezügen. Und wir können nur zugucken und uns wundern. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand die Grünen gewählt hat und das Gefühl hatte, wir wollen unbedingt den Krieg gegen Russland machen oder sowas. Und bums, hat man den Krieg gegen Russland an der Backe oder so. Also solche Dinge, egal wo man hinguckt. Ich habe vor Urzeiten die SPD und die Grünen gewählt und dann haben die Hartz IV eingeführt und haben die Reichensteuer gesenkt und weiß der Kuckuck was alles. Das war sicherlich der Grund, dass ich die gewählt habe. Den ersten Krieg draußen geführt gegen Jugoslawien und so weiter und so fort. Die haben Sachen gemacht. Da stand ich fassungslos davor. Man wählt jemanden und die machen etwas völlig anderes auch, als sie vorher gesagt haben. Das ist eines der größten Phänomene, was man eigentlich heute generalisiert sagen kann. Das geht auch CDU-Wählern so, die haben die Merkel gewählt und die Merkel hat was ganz anderes gemacht, als viele CDU-Wähler das wollten. Und dann gab es ja den ganzen Ärger mit dem, naja, und so weiter und so fort. Das ist eines der Grundphänomene unserer Politik überhaupt. Dass man immer sagt, wir haben sie ja gewählt und deswegen ist es Volkeswille, was sie machen. Aber in Wirklichkeit ist das eine totale Blendung, weil Volkeswille kennt man nicht in der Politik. Sagt ja Frau Baerbock auch ganz offiziell und sagt, wir kämpfen für euch hier in der Ukraine, egal, was meine Wähler sagen oder sowas. Ne? Und Frau Merkel hat das vorher schon gesagt, wir machen die Kriege dann, wir gehen mit nach an Hindukusch und so weiter, obwohl wir wissen, dass die Deutschen das alle nicht wollen. Man muss halt auch mal, so schön hat sie das gesagt, mal vorne weggehen und dann wird das Volk hinterher schon Ja sagen. Nun hat das auch nicht so ganz geklappt da mit dem Hindukusch und so weiter und so fort. Aber da hat man das Gefühl, irgendwie ist es komisch und das größte Missverhältnis, was auftaucht, ist, dass wir die Bürger sind. Von mir aus sollen die ja machen, was sie wollen. Ne? Aber Bürger sein heißt, dass man am Ende für die ganze, ich rede Hochdeutsch, Scheiße bürgen muss. Wir sind die, die dafür bürgen müssen, mit unserem Schicksal und mit unserem Geld und mit unserem Eigentum und mit allem drum und dran und mit unseren gesamten Verhältnissen. Und wenn der Staat so weit auseinandergefallen ist, dass das, was die Politik macht, mit dem, was der Bürger will, in keiner Beziehung mehr steht, dann ist es ein prinzipielles Problem. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Dann ist das Problem das, dass man sagt, ja, sag mal, können wir uns solche Politiker noch leisten oder stimmt was im System nicht? Der Paul Brandenburg hat letztens gesagt, wir müssen die Politiker aus dem Parlament raushauen. Das ist richtig, aber mach's mal. Also das ist im Prinzip richtig, aber die Frage ist, wie macht man denn das? Ne, ohne dass es einen Bürgerkrieg oder sonst irgendwas gibt oder ohne dass das Militär plötzlich das Parlament befreit oder so. Ne? Also da gibt es riesige Probleme so in der Art. Das ist das Thema, wie man das machen kann, so ganz vorsichtig. Noch ganz zu mir, ich weiß nicht, wie ihr zu Hartz IV steht und zu den Sanktionen, die da waren. Ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Sanktionen in Hartz IV zum Bundesverfassungsgericht gekommen sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat beurteilt, dass die Sanktionen menschenrechtswidrig sind und verfassungswidrig und hat sie verboten. Und jetzt schlingelt sich die Politik da drum herum und versucht da irgendwie doch noch was zu machen. So in der Art, nur das war meine letzte Aktion so ungefähr ins Kopf. So, 7,5 Jahre, weil man ja betroffen sein muss, sonst kommt man nicht ins Gericht, habe ich 3 Jahre lang kein Geld für Essen, Wohnen und Krankenkasse bekommen. Also die härtesten Sanktionen, die man sich vorstellen kann, unter unglaublichen Bedingungen. So, und jetzt kommen die Gerichte und sagen, alles, was die Ämter gemacht haben, war nichtig. Jetzt stehen die Gerichte, jetzt kann ich gegen die richtigen Gerichte klagen, wegen Menschenrechtsverletzungen auf extreme Fälle, so ungefähr. Aber das geht jetzt in Gang, nebenbei bemerkt. Weil die Bundesrepublik stimmt schon lange nicht mehr. Die meisten, die ich kenne jetzt, haben es bemerkt bei den Corona-Geschichten, die waren ja auch außerordentlich extrem. Und haben jetzt nicht nur eine Gruppe betroffen von armen Leuten, wo man denkt, man muss da nicht hingucken, sondern das hat gewissermaßen die Gesellschaft so ganz in der Mitte getroffen und die Familie zerrissen und alles, was damit zusammenhängt.
Aber das System stimmt schon lange nicht mehr. Das System ist im Grunde krank. Und darüber möchte ich heute reden und vor allem, wie man damit umgeht. Und zwar nicht in revolutionärer Stimmung, sondern in der Stimmung Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Also nicht Revolution, sondern wie man das ganz einfach, fast mechanisch machen kann, ohne dass die Damen und Herren im Parlament irgendwas dagegen sagen können. Darum geht es heute. Und dann mache ich gleich mal mein Vorwort. Und zwar, wir haben eine Webseite und da steht abstimmen. Die Webseite heißt unsereverfassung.de. Es gibt viele Leute, die sagen, wir haben gar keine Verfassung. Das Thema ist richtig spannend. Und darüber werde ich gleich noch ganz viel sagen. Aber da gibt es etwas abzustimmen. Und wenn man auf diese Abstimmung geht, dann erscheint eine Seite, die sieht folgendermaßen aus. Da werden drei Abstimmungsfragen gestellt. Ich stimme zu. Unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Und für diese drei Fragen gibt es unten nur einmal ein Ja oder Nein. Also kann man jetzt mal auf die einen Nein drücken, damit man auch sieht, das geht auch. Nur Ja ist einfach langweilig, das ist wie Suppe ohne Salz. So, das sind drei Fragen. Und die kann man abstimmen mit Ja und Nein. Und darüber würde ich jetzt gerne reden. Nach und nach, dass man versteht, was da steht und versteht, was wir da vorgelegt haben. Das ist eine Maschine, um den Staat außer Kraft zu setzen. Ja, den Staat, wie er heute ist, in einen neuen Zustand zu erheben. So muss man das sagen. Also ich fange ganz vorsichtig an. Die erste Frage ist, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Da ist doch die erste Frage, ja, ist denn das Grundgesetz nicht eine Verfassung? Und dann fragt man unsere Politiker und die sagen, ja, selbstverständlich ist das unsere Verfassung. Und dann guckt man im Gericht oder so in so, was weiß ich, bei Juristen nach, deren tollen Büchern, da steht auch drin, Deutschland hat sich 1949 das Grundgesetz als Verfassung gegeben. Steht da überall drin. Ne? Und dann sagt man, das ist ja Quatsch, dann kann ich das Grundgesetz gar nicht zur Verfassung erheben. Ist das deutlich? Hier ist ein Impuls, der in gewisser Weise etwas ähnelt, was man in der Revolutionsbewegung jetzt öfter erlebt hat. Jetzt während man hier immer auf der Straße war oder sowas, da sind viele Leute gekommen haben, wir machen eine verfassungsgebende Versammlung. Ihr habt da wahrscheinlich schon mitgekriegt. Das Grundproblem ist, was alle die auf der Straße sind, haben, dass man mit Demonstrationen die Politiker nicht mehr erreicht. Die Gestattung der Demonstrationen, die ist extra nur dafür gemacht, damit man die Politiker erreicht. Darum ging es früher. Ne? Und wo die Politiker noch Ohren für uns hatten und nicht ganz von hinten gesteuert waren, da hat das auch in gewissem Grade gewirkt. Aber ich meine, Brockdorf, das waren auch Auseinandersetzungen, die gingen auf Leben und Tod. Damals darauf wurde gekämpft und gemacht und geknüppelt und die Polizei ist da also mit Hubschrauern und weiß ja, guck mal, was mit Leute hergefallen. Das war auch nicht einfach. Aber es ging immer darum, die Politiker zu erreichen. Dann haben sich auch neue Parteien gebildet, die Grünen und so weiter und so fort, was alles so war. Wäre uns das doch erspart geblieben, ist eine andere Geschichte. Aber das war immer schwierig. Aber das ist der Grund, dass man demonstrieren darf, ist, dass man eigentlich die Politik erreicht. Und wenn man heute unterwegs ist, in der Corona-Zeit, war das absolut nicht der Fall. Sondern da war der Deckel zu, die Presse hat einen diffamiert und die Politiker haben nach oben einen draufgesetzt. Ne? Und zwar richtig im harten Maßstab. Und was gut ist an den Demonstrationen ist, dass man sich plötzlich kennenlernt. Anfängt gemeinsam zu gestalten, Verantwortung übernimmt, in der Art miteinander arbeiten lernt, die sehr unterscheidet von der Art und Weise, wie man arbeitet, wenn es ums Geldverdienen geht. Nämlich man arbeitet plötzlich freiwillig und weil es Sinn macht. Ne? Und einfach so, da fragt man nicht nach Geld und man macht keine Verträge und plötzlich erlebt man, ey, ich organisiere was und die anderen arbeiten alle mit, ohne dass ich mit denen Verträge habe, ohne dass ich die anstellen und kündigen kann. Die machen das einfach und es funktioniert. Das ist der Hammer. Also das ist eine ganz neue Art eigentlich, ich würde mal sagen, unabhängig vom Geld miteinander zu arbeiten, wenn Not
oder wenn man eine Notwendigkeit erlebt, so will ich das ganz vorsichtig sagen. Und das ist grandios. Ob man das ausweiten kann, ob ein Bäcker auch so arbeiten kann, das weiß ich nicht. Aber da ist ein Potenzial drin, das ist unglaublich. So, das ist der Vorteil. Und dass man anfängt, gemeinsam zu erleben und gemeinsame Parteien gründet, geht es ja auch immer schief. Ne? Aber da ist was. Diese seelischen Verbindungen, die auftauchen, das ist wichtig, das ist absolut wichtig. Und das ist unersetzlich. Das ist in der Biografie, es gibt, ich will mal sagen, immer in solchen Revolutionszeiten, da kann man eigentlich, ja, da lernt man sowas. Ne? Und wenn man eine Biografie völlig ohne Revolutionszeit hat und immer nur nach Geld verdienen gegangen ist, da fehlt einem das Wichtigste, nämlich die Freiwilligkeit und die echte Zusammenarbeit, weil das Thema es fordert und weil man gemeinsam da was will. Das ist eine Besonderheit. Aber die Politiker sind abgenabelt. Und dann kamen Leute, die das auch erlebt hatten und haben gesagt, wir machen verfassungsgebende Versammlungen. Wenn man die Politiker nicht erreicht, muss man einen Punkt tiefer gehen. Wenn man das ganze System in die Hand nimmt, dann kann man auch die Politiker ergreifen, wenn man das über die Verfassung macht. Weil die Politiker sind ja verfasste Gewalt. Das heißt, es gibt eine verfassungsgebende Gewalt, das ist das Volk. Und die Politiker sind verfasste Gewalt, die Polizei auch. Die haben im Rahmen der Verfassung, kriegen die genau ihren Spielplatz abgegrenzt. Und da dürfen sie eigentlich nicht raus. Ist das deutlich? So. Ja, und wenn man dann tiefer geht und geht auf verfassungsgebende Versammlungen oder fängt damit an, da zu denken, dann will man eigentlich einen Schritt tiefer sein und sagen, wenn ihr euch da oben so blöd anstellt, dann zeigen wir euch mal jetzt, wo der Hammer hängt und bauen und machen neue Strukturen. Das ist wie so ein Schlossbesitzer, der sagt, mein Personal funktioniert nicht mehr, die kriegen jetzt einfach neue Verträge. Ja, super, so muss man sich das vorstellen. So. Das Problem mit Verfassungsgebung, Anselm Lenz hat eine ausgerufen. Marianne Grimmenstein, falls jemand den Namen schon gehört hat, macht sowas und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt noch ganz andere. Das Problem einer verfassungsgebenden Versammlung ist, die haben Recht, die dürfen das machen. Es gibt einen Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ich zitiere es jetzt nur mal, wir kommen noch länger darauf zurück. So, das deutsche Volk kann sich jederzeit eine Verfassung geben. Und dann ist das Grundgesetz weg. Ist das deutlich? Das steht sogar im Grundgesetz und ist im Völkerrecht. Jedes Volk kann sich jederzeit eine neue Verfassung geben. Und dann ist das, was vorher war, ist weg. Chile hat sich jetzt eine neue Verfassung versucht zu geben. Die alte Verfassung in Chile war von Pinochet gemacht. Das ist eine rein faschistische Verfassung. Und das gesamte Volk und die Politiker waren dafür, dass man das macht. Ja, am Ende ist es dann doch schief gegangen, das ist eine andere Geschichte, komme ich vielleicht noch darauf zurück. Und so weiter, in Island hat man versucht, sich eine neue Verfassung zu geben. Das ist einfach so, wenn ein Volk sich eine Verfassung gibt, gilt die und die alte Verfassung ist damit erledigt. Ja? So. Also die Leute, die das machen, haben Recht, wenn sie sagen, wir gehen an die Verfassung. Sie haben das Recht dazu. Ob es im Sinne der herrschenden Machtverhältnisse geschickt ist, ist eine andere Frage. Und das muss ich jetzt sagen, sobald ich mich hinstelle und mache eine neue Verfassung. Ja, da kann man unheimlich sich zusammensetzen und überlegen, wie man das am besten macht. Dann kommen unsere Machthaber, die Politiker. Heute sind das die Machthaber, das ist falsch, dass die Machthaber sind. Dann gucken die da hin und sagen, die sind ja Verfassungsfeinde. Die wollen ja nicht das Grundgesetz, die machen was Neues. Und dann hast du sofort, wenn du dann Marianne Grimmenstein oder wer bist, hast du sofort den Verfassungsschutz an der Backe und die Polizei und weiß der Kuckuck was, alles schlechte Presse, weil du bist ja dann geframed als Reichsbürger und weiß der Kuckuck was immer. Und dann kannst du da arbeiten, was du willst, du kommst nicht raus mit der Geschichte. Das ist die eine Schwierigkeit. Die nächste Schwierigkeit ist, es gibt jetzt mindestens 5 verschiedene verfassungsgebende Versammlungen, die alle arbeiten an Inhalten. Welche wollen wir denn am Ende nehmen? Ja, merkt man das? Da sind Leute, die arbeiten was aus und kommen damit nicht weiter. Und dann steht die Frage, ja, welche wollen wir denn da nehmen? Und dann gibt es einen riesen Zoff und da müssen die sich miteinander einigen irgendwie, vielleicht. Wenn das geht, wer die kennt, wie unterschiedlich die teilweise sind, diese Versammlungen, der weiß, dass es eine Einigungsroute nicht möglich ist. Ja, und wenn man das dann sieht und dann... Angenommen, die würden sich einigen, das dauert dann 10 Jahre. Ne? Und dann sage ich immer, dann schicken die Reichen ihre Störer rein mit ganz tollen neuen Ideen und dann geht das immer weiter und du bist da 100 Jahre am Diskutieren. 500 Jahre, die Deutschen sind im Diskutieren,
genial, im Entscheiden richtig schlecht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann geht das da immer weiter und führt zu nichts. Und am Ende muss das dem Volk zur Entscheidung vorgelegt werden. Und da sage ich, mit den Deutschen was Neues. Das mit Franzosen machen, aber nicht mit Deutschen. Die werden Nein sagen. Ist das deutlich? Also so ist meine Empfehlung dazu. So, jetzt, also du hast den Verfassungsschutz an der Backe, die Diskussionen sind unendlich. Und am Ende sagen die Deutschen dazu, nö, da habe ich ja nicht mitgeredet. Und natürlich hätte das von Anfang an ganz anders sein müssen. Und dann fängt man da an zu diskutieren. Wieder, dann diskutieren alle mit und dann ist der Fall erledigt. Ist das deutlich? So, und da haben wir gesagt, so machen wir es nicht. Wir erheben das Grundgesetz selbst zur Verfassung. Das steht im ersten Satz. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Hat den Vorteil, wie ich das sehe, rein politisch, ohne jetzt inhaltlich zu reden. Du hast nicht den Verfassungsschutz an der Backe, den haben wir trotzdem an der Backe. Wir werden ihn an die Backe kriegen, viel schlimmer als die anderen. Das kommt später. Aber du hast ihn nicht an der Backe, weil du erhebst, dass du kannst nicht als Verfassungsfeind diffamiert werden. Wir erheben das Grundgesetz der Verfassung mit sämtlicher Scheiße, die unsere Politiker inzwischen reingeschrieben haben. Einfach so. Außerdem bin ich der Meinung, dass das deutsche Volk nicht sagt, das Grundgesetz sei schlecht, wir brauchen unbedingt eine neue Verfassung, wie das in Chile war, sondern dass das deutsche Volk sagt, eigentlich das Grundgesetz ist geil. Unser Problem ist nicht, dass das Grundgesetz so bescheuert ist, abgesehen davon, da ist unglaublich viel Scheiße reingeschrieben worden und die Alliierten haben ja auch mitgeschrieben, dadurch ist manches nicht entstanden, wie es hätte sein müssen. Aber eigentlich nicht das Grundgesetz schlecht, das schlecht ist, dass die Politiker sich nicht dran halten. Wir haben das Problem, dass unsere Politiker zwar behaupten, das Grundgesetz sei eine Verfassung, aber gerade die halten sich nicht dran. Und wenn du in Berlin warst, wenn du mit dem Grundgesetz rumgelaufen bist, dann bist du von der Polizei eingesackt worden und erkennungsdienstlich behandelt worden. Ey, Hammer! Als ich das gehört habe, bin ich sofort hin. Da musste man so eine Silberbombe tragen. Ne? Und dieses, ich weiß nicht, ihr wisst ja, wie das am Anfang und Grundgesetz. Und ich habe das dann bei mir im Handy irgendwie gehört, dass man da eingesammelt bin. Da habe ich sofort mir eine Bombe gemacht und bin da hingefahren und habe gesagt: Hier, ich habe gehört, man wird hier eingesackt, wenn man das hat. Und ich möchte sofort eingesackt werden. Ich bin immer zu den Bullen hin und die haben dann in die Sterne geguckt, wie wenn ich nicht da wäre. Weil ich habe das wirklich herausgefordert. So in der Art, weil das wollte ich erleben, das war wirklich was wert. So in der Art. Heute, der schlimmste Terrorist ist in Deutschland derjenige, der auf dem Grundgesetz steht. Der sich aufs Grundgesetz beruft. Der weiß, das Problem ist, dass unsere Politiker so weit weg sind vom Grundgesetz und so wenig noch überhaupt eine Ahnung davon haben, dass sie alles als feindlich erleben, was mit dem Grundgesetz zusammenhängt. Und in Wirklichkeit will man es weghaben. Ich komme da drauf. Jetzt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Wenn man das macht, na, das erzähle ich gleich. Gerade bei dem Punkt. Ist das Grundgesetz keine Verfassung? Jetzt muss ich es nochmal sagen, und zwar ganz genau. Für unsere Politiker hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Das Grundgesetz ist 1948, 1949 geschrieben worden und da ist der Rahmen der Tätigkeit der Politiker genau reingeschrieben. Auch der Rahmen der Tätigkeit der Parteien, da steht, die Parteien können an der Meinungsbildung beteiligt sein, aber da steht nicht drin, dass die Parteien die Macht ausüben, die hier ist. Da steht nicht drin, da steht ganz viel nicht drin, was heute ist, das ist alles verfassungsrechtlich. Aber der Rahmen der Tätigkeit der Politiker ist genau festgeschrieben, deswegen hat für die Politiker das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Ist das deutlich? Für die Polizei auch, für sämtliche Staatsbedienstete, egal wo die arbeiten, hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Die Frage ist, ob es für das Volk die Verfassung ist. Und da muss ich jetzt zurück auf 1949, 48, 49. Die Amerikaner wollten unbedingt, dass sich die Westsektoren, alle drei Westler waren dahinter, aber vor allem die Amerikaner, eine Verfassung geben. 1948. Da waren die Grenzen aber noch offen, die sind ja erst 1961 geschlossen worden. Das heißt, da hatte man auch hier gelebt im Osten und im Westen gearbeitet und sowas. Da konnte auch die Familie noch zusammenkommen und weiß der Kuckuck, das war ja alles noch möglich. Und dann haben die Amerikaner den Westen gesagt, pass mal auf, ihr macht jetzt eine Verfassung. Die Amerikaner haben sich dabei gedacht, die wollten hier einen Brückenkopf haben. Gegenüber den Russen. Ja? Und die waren total daran interessiert.
Im Westen gab es ja gar keine politischen Strukturen. Im Osten vermutlich auch nicht. Ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt damit. Aber da gab es eigentlich gar nichts. Und dann haben die irgendwelche Leute, die in den Ländern irgendwas zu sagen haben, da haben die gesagt, ihr macht jetzt eine Verfassung. Und weil es gar nichts gab, hat sich ein sogenannter parlamentarischer Rat gebildet aus Vertretern der verschiedenen Länder, die da waren. Schon, dass das Wort parlamentarischer Rat heißt, zeigt, dass sie nichts zu sagen hatten. Ein Rat ist nur einer, der berät, aber nicht der entscheidet. Wer entscheidet, heißt nicht Rat. Den Unterschied muss man ganz deutlich machen. Da wurde der gebildet und da war der Adenauer schon dabei. Ein Lügner und ein man kann es nicht sagen. So. Aber der hat einen unglaublich geschickten Griff gemacht. Der hat gesagt, für diese Sache möchte ich gerne, dass das der Carlo Schmidt macht. Den Namen muss man sich merken, falls man den noch nicht kennt. Carlo Schmidt, ein unglaublich auf der einen Seite charismatisch, auf der anderen Seite, der ist durch den Krieg durchgekommen, hat in Frankreich gearbeitet, war da in irgendwelchen Verwaltungsstrukturen drin und hat in Frankreich versucht, das Wüten und Arbeiten der Nazis und vor allen Dingen auch der SA und SS einzuschränken und den Leuten dort Freiheit zu geben. Das haben die denen unglaublich bedankt, auch nach dem Krieg, dass der da Todesurteile aufgehoben hat und Strukturen geschaffen hat, die gewissermaßen ein menschliches Leben in Frankreich ermöglicht haben, trotz des Druckes. Und der war sehr gebildet, der war wahnsinnig gebildet, der war Professor für Geschichte und war unglaublich gebildet auf dem Sektor der Verfassung. Seit der Französischen Revolution, alle Verfassungsbewegungen, alle Gedanken, die es überhaupt gab, die hatte der drauf. Und der kriegte jetzt einen Auftrag über Adenauer von den Amerikanern, eine Verfassung zu machen in Deutschland. Und der hat ja gesagt, nö, das kann man nicht. Und dann sagten die Amis sowieso nicht und waren viele schon angehört zu werden. Und dann hat er gesagt, wenn wir hier eine Verfassung machen, in Westdeutschland, dann ist das hier, das ist wie ein vorschneller Gerinnungsprozess. So nach dem Motto, das deutsche Volk hat sich ja noch entbunden bis an die Grenzen von Russland hoch. Da waren überall die Leute, die sagten, wir sind deutsches Volk und deutsches Reich und weiß der Kuckuck was alles. Und wenn wir jetzt hier eine Verfassung machen im Westen, dann führt das dazu, dann heißt das ja, wir machen hier eine eigenständige Staatenbildung, anstatt die große Frage der Vereinigung offen zu halten, bis wir wissen, wie es in der Geschichte überhaupt weitergeht. Ne? Und wenn wir das hier machen, dann machen die im Osten auch eine eigene Verfassung und dann haben wir auf ewig getrennte Staaten. Das war der eine Gedanke von ihm. Und er hat gesagt, wir können keine Verfassung machen, aus diesem Grund. Und dann hatte der noch einen anderen Gedanken und der geht richtig tief. Carlo Schmidt hatte aufgrund seiner tiefgreifenden Arbeit mit Französischer Revolution in allen Verfassungsbewegungen, was war, und seiner tiefgreifendsten Erfahrung mit dem Dritten Reich, hatte der einen ganz besonderen Verfassungsbegriff. Und dieser Verfassungsbegriff, den müssen wir alle drauf haben, damit wir mit unseren Politikern reden können oder die zum Schweigen bringen können. Das ist der Keil ins Maul dieser Lügner, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Der Verfassungsbegriff von Carlo Schmidt war eine Verfassung, ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Weil so wichtig ist, wiederhole ich noch ein paar Mal. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte, da steht der Artikel, ne? In Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung, und dann hat er nicht gesagt des Volkes, sondern Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Das ist was anderes. Die Selbstverwirklichung eines Volkes und die Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes sind. Das ist echter Meditationsinhalt für Leute, die gerne meditieren, wo der Unterschied ist. Das ist echt der Hammer, der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Er hatte das Gefühl, das Wichtigste ist, eine Verfassung muss so eingerichtet sein, dass die Politiker nichts über die Menschen zu sagen haben. Nichts anderes als die Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Und unter diesem Gesichtspunkt hat er gesagt, es ist unmöglich, in Deutschland eine Verfassung zu machen, 48, 49, weil die Besatzer hatten Allmacht, das war ja hier nicht anders. Das heißt, hätten die auch nur einen Gedanken gesagt, der den Besatzer nicht gefallen hätte, dann hätten die gesagt, komm, wir sagen euch mal, wo es lang geht. Das wäre nicht durchgekommen, ganz einfach. Und das wäre das Gegenteil der Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Ist das deutlich? Und das war sein Verfassungsbegriff. Unter diesem Verfassungsbegriff hat er gesagt, es ist unmöglich, jetzt eine Verfassung zu machen. Unter deren Besatzungsmächten.
Das ist unmöglich. Das Einzige, was wir machen können, ist eine Ordnungsstruktur für ein besetztes Gebiet. Und dazu hat er gesagt, wir können nur die Ordnungsstruktur für ein besetztes Gebiet machen. Und das hat er Grundgesetz genannt. Mit dem Gedanken, dass ein Grundgesetz ist nichts anderes, als was ein Besatzer einem besetzten Gebiet gibt, damit in dem besetzten Gebiet läuft, was der Besatzer will. Das ist der Begriff des Grundgesetzes. Da stehst du da und staunst. Ist das deutlich? Und damit das auch ganz deutlich wird, dass dieses Grundgesetz nie als Verfassung gedacht war, sondern als, er hat dazu noch was gesagt, das muss man auch unbedingt wichtig. Er hat gesagt, dieses Grundgesetz ist der Form nach ein Provisorium, aber dem Inhalt nach muss es stimmen. Und dann gingen riesige Kämpfe los mit den Amerikanern. Also die Kritiker des Grundgesetzes, die es heute auch viele gibt, die sagen, die sind permanent zitiert worden von den Amis. Die Amis haben das Grundgesetz gemacht. Da sage ich, nein, haben sie nicht. Ich werde nachher über den Inhalt des Grundgesetzes reden. Die Amis wären genial gewesen, wenn sie es hätten machen können. Und diese Genialität haben sie nicht gehabt in diesem Punkt. Das haben die Deutschen selbst gemacht. Aber die Amis haben reingeredet. Das stimmt. Und sie sind permanent zitiert worden und haben den Amis das abgerungen. Jeden Schritt abgerungen. Aber massiv, und darüber rede ich gleich im nächsten Teil, ich muss nur den ersten Teil fertig bringen. Es gibt von Carlo Schmitt ein Buch, das heißt Erinnerungen, da steht das alles drin. Auch die ganzen Zwiste zwischen den Politikern, auch in Westdeutschland, wie die da teilweise reagiert haben und Berlin und was da alles ging. Nämlich viele wollten tatsächlich eine Verfassung machen im Sinne der Amerikaner. Und das ist nicht passiert. So, ganz wichtig. Und dann hat Carlo Schmitt gesagt, der Inhalt muss stimmen, dann haben sie um den Inhalt gerungen. Und der Inhalt ist sowas von grandios, davon werde ich gleich erzählen, dass die immer sagen, der fortschrittliche Gesellschaftsvertrag, der auf der gesamten Welt existiert. Aber darüber rede ich gleich, wenn man mir das noch nicht glaubt. Aber, damit das klar ist, dass es keine Verfassung ist, hat er Folgendes gemacht. Hier steht nicht drauf Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, sondern Grundgesetz. Aber hier steht auch nicht drauf Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sondern da steht drauf, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Man merkt den Unterschied? Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Am Bundestag steht dem deutschen Volk. Da steht nicht drauf vom deutschen Volk oder das deutsche Volk, sondern dem deutschen Volk. In Ostberlin gab es die Volksbühne, die haben sich die Arbeiter selbst gebaut. Und da stand drauf vom deutschen Volk. Volksbühne ist Gegenstück vom Bundestag in Berlin. Ja. So war das auch immer gemeint. Ganz genau. So viel zum Thema. Also nur, dass man das weiß, wie der Unterschied. Hier steht vorne drauf Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und dann hat er gesagt, damit es ganz klar ist, gibt es einen letzten Artikel. Der letzte Artikel im Grundgesetz ist Artikel 146. Und der heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Damit ist der Rahmen des Grundgesetzes, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist fürs Volk. Für die Politiker muss es die Verfassung sein. Und gerade die halten sich nicht dran. Ist damit absolut sauber gesetzt. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wird. Steht heute noch drin. Geil. Und dann hat er aber schon gesagt, dann gab es ja hier die Wiedervereinigung oder was immer das gewesen sei. Ich würde mal sagen, war eine Übernahme. Ne? Und da stand ja die Verfassungsbewegung offen, ob man das jetzt macht. Weil die Alliierten für den Moment haben die gesagt, wir lassen unsere Rechte ruhen, bis die Deutschen sich vereinigt haben. Dann gingen hier ja Verfassungsbewegungen los. Hier im Osten durch den Runden Tisch und im Westen haben es die Grünen gemacht. Und der Schirmherr dieser Sache war ein Herr Schäuble. Wer ihn kennt, kann sich vorstellen, was am Ende dabei rauskommt. So, das ist deutlich. Und dann wurde das niedergesessen. Aber es gibt Gründe, dass man darüber nicht kritisieren muss. Das Zeitfenster war zu knapp. Die Alliierten haben nur auf die Ausübung ihrer Rechte verzichtet.
bis die Wiedervereinigung ist. Wenn es jetzt eine Verfassungsbewegung gegeben hätte und die hätten irgendwas geredet von Neutralität, dann hätten die Amis sofort gesagt, machen wir nicht mit. Die Russen waren mit allem einverstanden. Die Russen hätten bei nirgends irgendwas unterbrochen oder sowas, sondern die haben ja uns sogar gestattet, im amerikanischen Lager zu bleiben. Ich meine, härter geht es gar nicht. Ja? So, aber das Umgekehrte, denke ich, das hätten die Amis nicht mitgemacht. Das heißt, wenn es hier eine Verfassungsbewegung gegeben hätte, während die Alliierten ihre Rechte nur mal ausgesetzt haben bis zur Wiedervereinigung, hätten die Alliierten das Fenster wieder geschlossen und der Fall wäre erledigt gewesen. So viel zum Thema. Unsere Politiker haben aber etwas gemacht, was unglaublich ist. Ich muss jetzt was sagen. Mein Bild von Politikern ist so schlecht inzwischen, dass ich meine nicht die Privatpersonen. Es gibt außerordentlich gute Privatpersonen. Ja? Es gibt auch Politiker, die ich schätze. Gestern habe ich mit Sarah Wagenknecht gesprochen. Die schätze ich sehr. Verstehst du? Aber ich will mal sagen, bei unserem Zolzomaten und Bundesprinz, da ist ja ist die Schätzung nicht vorhanden. Ganz einfach. Und vor allen Dingen alle, die die Macht entfalten, da hört bei mir die Schätzung auf, weil etwas überhaupt nicht stimmt. Es steht, Politiker sind nur ihrem Gewissen unterworfen oder verpflichtet. So, das ist ganz toll. Die werben mit irgendwas, was sie machen, und dann sind sie frei und nur ihrem Gewissen unterworfen. Da fehlt die Verbindung zu demjenigen, der ihn gewählt hat. Ja, so. Ich persönlich finde das gut. Ich muss es jetzt ganz deutlich sagen, weil man nie einen Menschen zwingen darf, etwas zu tun, was gegen sein Gewissen geht. Nie. Und weil, wenn man in höhere Regionen kommt, in der Politik, unter Umständen sich die Dinge anders darstellen als von unten, muss der Politiker die Freiheit haben, nicht an sein Mandat gebunden zu sein und nicht sklavisch zu vollziehen, was er gewissermaßen versprochen hat, während er noch in den Nebeln der Tiefe da rumgeredet hat. Ich muss das jetzt so frech sagen. Ja? Deswegen finde ich das absolut richtig. Aber was nicht richtig ist, dass die Bindung unten gelöst wird und dann tritt der Parteienzwang oder die Parteidisziplin ein. Damit sind sie alle korrupt. Jede Wahl im Bundestag ist korrupt, weil die handeln nach Parteidisziplin. Wenn sie es nicht tun, fliegen sie spätestens beim zweiten Mal raus. Das heißt, das ist gerade nicht mit ihrem Gewissen verbunden. Unten werden sie gelöst vom Wähler. Da wird gesagt, die Politiker sind frei und nur an ihr Gewissen. Und oben werden sie gebunden. Und das ist Korruption. Das ist Mafia. Das ist alles möglich, aber das hat mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Deswegen bin ich gegen Politiker, die in der Machtposition sind. Ich glaube, hier gibt es auch Leute, die in der Basis sind, aber die werden das auch übernehmen oder werden das auch so sehen, so ganz vorsichtig. Die Machtposition, die verdirbt alles, die verdirbt jeden Charakter. So, und die Parteien, wenn man sich fragt, wie konnten die Grünen zu dem werden, was sie heute sind, da treten plötzlich ganz andere Kräfte auf, die da wirken. Und dann wird so jemand wie Frau Baerbock im 3D-Drucker im WEF gezogen. Die hat ja sonst gar keine Qualifikation, außer dass der 3D-Drucker sie innen wohl gelassen hat. Hätte sie ja auch ausfüllen können mit Leib oder irgendwas. Ne? So viel zum Thema, ja, also wenn ich über Politiker rede. So, und unsere guten Politiker haben hier etwas gemacht, das ist unglaublich. Als die Wiedervereinigungsfrage war, und dann wurde das ja gemacht am 1990, haben die in die Präambel reingeschrieben. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Ist das richtig oder ist das eine Lüge? Sind wir gefragt worden als verfassungsgebende Gewalt? Ihr seid gefragt worden? Das ist eine Lüge. Eine extreme Lüge. Hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben? Extremer kann man nicht lügen. Das Personal im Schloss erklärt sich für den Herrn.
und der Herr schläft. Der Besitzer auf alten Schuhen pennt. Ist das deutlich? So viel zum Thema. Weil man ja gerade, man hat ja nicht damals das Rathaus, sondern 100 Euro gekriegt oder sowas, ich weiß nicht, wie viel das war, weil da so viel los war und die Messis, denen war das sowieso, also ich will es mal so ein bisschen hart sagen, ne? Weil da so viel los war, hat man das einfach übersehen. Und unten rein haben sie geschrieben, das ist auch noch eine Besonderheit, die Präambel. Frau Merkel wurde gefragt, 2019, 70 Jahre Grundgesetz, riesige Feier in Karlsruhe, wurde Frau Merkel von der Presse gefragt, was schätzen Sie am Grundgesetz? Dann hat sie gesagt, Artikel 1 und die Präambel. Und was ich jetzt angefangen habe, war die Präambel. Und unsere Politiker wollen das Grundgesetz lange schon abschaffen. Ganz wichtiges Thema, dass das Grundgesetz abgeschafft werden soll. Unser Bundeskanzler hat sich neben Macron hingestellt und hat gesagt, ich wünsche mir eine postnationale europäische Verfassung. Die EU will das Grundgesetz löschen. Man hat es schon versucht. Ich komme auf das Thema nochmal zurück. Das ist verrückt alles. So, eine postnationale europäische Verfassung. Und über die europäische Verfassung muss ich heute unbedingt ein Wort ablassen. Und dann haben sie unten reingeschrieben, weil sie es schon gar nicht mehr haben wollen. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Klingt doch gut, ne? Vorher waren die Ossis ja nicht mit dabei, jetzt gilt es für euch auch. Und damit gilt das Grundgesetz für das Gesamte. Klingt gut, ist aber eine blanke Lüge, weil ein Grundgesetz kann nicht für ein Volk gelten, sondern nur für einen Bereich. Ich mache mal ein Beispiel, damit man das verstehen kann. Wenn ein Araber seine Frau steinigt, dann kommt die Polizei und sagt, zeigen Sie mal Ihren Pass, dann zeigt er einen arabischen Pass, dann sagt man, ja, der darf das. Mir gehört ja nicht zum deutschen Volk, für den gilt das Grundgesetz nicht. Für die Frau sowieso nicht. Ist das deutlich? Er darf hier nicht, weil er es hier nicht darf. Umgekehrt, ich gehe nach Arabien, da gibt es doch diesen, der den Khashoggi da zerlegt hat, diesen Journalisten. Ne? Ja, man stellt sich vor, ich stelle mich in den Bereich dieses Prinzen, in das Land dieses Prinzen, halte Vorträge über Menschenrechte und was das für ein Arschloch ist. Dann kommt die Polizei und dann sage ich, oh Moment, ich darf das, Meinungsfreiheit, für mich gilt das Grundgesetz. Das Grundgesetz kann nicht für ein deutsches Volk oder für ein Volk gelten, es gilt in einem Gebiet. Alles andere ist eine Lüge. Hier hat man konsequent im gesamten Grundgesetz das Gebiet gelöscht. Dieses Grundgesetz ist heute ein Gesetz, für das es gar kein Gebiet gibt, wo es gilt. Und das ist der erste Schritt gewesen, wie man versucht hat, es ganz wegzukriegen. So, das ist eine andere Geschichte, das ist die wahre Bewegung der Politiker, wo man sagte, die uns selber in die Rolle des Souveräns zu erheben. Das sind so zwei Punkte, die da sind. So, das ist die Lüge, die passiert ist. Unsere Politiker behaupten heute, das Grundgesetz sei eine Verfassung, die gesamte Presse behauptet das. Und natürlich die Juristen. Weil ehrlich gesagt, für die hat es auch die Verfassung zu sein. Leider kümmern sie sich nicht drum. Das ist ein anderes Gebiet. Können Sie noch einmal diesen Satz von dem Carlo Schmidt sagen, bitte? Sag mal, wo man das findet. Auf dieser Webseite gibt es einen Punkt, der heißt Fragen. Erster Punkt, ist das Grundgesetz keine Verfassung? Wenn du da hingehst, da findest du den ganzen Text und unten sind die Zitate dazu. Prima. Und dann hat er nämlich noch was gesagt, der Carlo Schmidt. Und das ist ganz wichtig, weil die Wiedervereinigung sah ja so aus, haben die Politiker gesagt, jetzt haben wir eine Verfassung. Der Carlo Schmidt hat gesagt, auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht zu einer gesamtdeutschen Verfassung machen können. Diese wird es erst dann geben, wenn das deutsche Volk Inhalt und Form seines politischen Lebens in freier Entschließung bestimmt haben wird. Wo steht es dann? Das steht auch auf dieser Webseite. Aber das ist jetzt nicht im Grundgesetz. Ja. Nein, das ist nicht im Grundgesetz, das ist ein Reden von Carlo Schmidt. Wenn man hier geht, unter die Idee, ne, da gibt es Fragen und da gibt es Videos. Und bei den Videos, da gibt es ganz viele Videos und so weiter. Und unten ist die Rede von Carlo Schmidt, die Grundsatzrede zum Grundgesetz, schlechterdings, die er gehalten hat 1948, bevor die Sache dann auch in Chiemsee auf der Herreninsel fertig gemacht worden ist. Und diese Rede ist so hergestellt, da kann man oben, hier kann man anklicken, das ist YouTube. Dann hört man die Rede
Der gesamte Text ist hier links drin und hier ist das Inhaltsverzeichnis mit Minuten. So dass man immer gucken kann, wenn du was suchst, guckst du hier nach den Minuten. Da steht dann immer drin 4 Minuten 42, kommt das Thema und so weiter und so fort. Ist das ganze Ding durchgearbeitet und damit deutlich gezeigt, es ist nicht unsere Aufgabe, eine Verfassung zu machen. Eine unglaublich wichtige Rede. Wenn man die Grundlagen unserer Republik versteht, dann muss man sich an die Rede halten. Nicht an das, was Bundespimpfe, Merkels und Kohl sagen. So viel zum Thema. Ja, wenn man schon mal von der Webseite redet. So, das ist diese Rede, die ich mir noch. So, okay? Also die Wiedervereinigung, da hat er gesagt, auch die Wiedervereinigung macht das Grundgesetz nicht zu einer Verfassung, sondern erst, wenn das deutsche Volk sich Form und Inhalt in eigenständig selbst gegeben hat. So, das ist ein Unterschied. So, und jetzt würde ich gerne über das Wesen unserer Verfassung reden, weil das so irre, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich habe letztens war ich mit Herrn Habert. Ich hatte mit dem auch ein interessantes Gespräch, ja? Vom Bundesverfassungsgericht. Echt? Ja. Und der hat einen Vortrag über das Grundgesetz gehalten. Aber wirklich begriffen hat er es auch nicht. Vor allem fand er, dass es gut ist, dass es wandelbar ist, weil unsere Politiker schon seit 70 Jahren da drin immer Änderungen machen. Und da hat er das als positiv gesehen und hat gesagt, das ist wandelbar. Genau, wenn man sich Änderungen anguckt, sagt man, das sind Schweinereien, die da reingeschrieben worden sind, bleiben an die Luft stehen. Das ist vernichtet worden dadurch. Das ist was völlig anderes. Und das war also interessant, ihn mal darüber reden zu hören, über sein Ding da. Den Rest erzähle ich vielleicht in der Pause, weil das waren sehr interessante Gespräche, aber die würden ja auch die Zeit kosten, weil ich auch viel zu erzählen wollte. Jetzt geht's los. Was ist das Grundgesetz? Das Grundgesetz ist durch Carl Schmitt vor allen Dingen, der hat immer, wenn die Leute mit Vorschlägen kamen, dann hat er gar nicht erst reingeguckt und hat gesagt, ist es denn schön? Er hat sich gar nicht angeguckt, bevor die Leute gesagt haben, das ist schön. Das finde ich total interessant. Und die Besonderheit des Grundgesetzes ist, das Grundgesetz basiert nicht auf dem Volkswohl. Alle anderen Verfassungen der Welt basieren auf dem Volkswohl. Das Grundgesetz nicht. Und der Grund ist, der Hitler hat auch nie was anderes gesagt, als dass es ums Volkswohl gehe. Was das Volkswohl ist, definiert immer die herrschende Oberschicht. Damit ist jede Verfassung, die aufs Volkswohl zielt, der Tendenz nach faschistoid, wenn es nicht glatter Faschismus ist. Und die Macher des Grundgesetzes haben gesagt, die von einer Verfassung darf nicht aufs Volkswohl zielen. Weil in dem Moment ist es faschistoid. Ne? So, weil immer die herrschende Oberschicht sagt. Und die Besonderheit am Grundgesetz ist, basiert nicht auf dem Volkswohl, sondern auf Achtung und Schutz der Menschenwürde. Auf dem Individuum. Das Wort Volkswohl kommt im gesamten Grundgesetz kein einziges Mal vor. Das Grundgesetz geht davon aus, dass das Volkswohl von selbst entsteht, wenn die Würde der Menschen geachtet und geschützt wird. Das ist der Hammer. Merkt mal da den Unterschied. Es geht nicht ums Volkswohl. Das ist der Hammer. Wenn man sowas zunächst sagt, dann sagt man, spinnen die? Frau Merkel wurde und unser Bundeskanzler, die werden alle vereidigt aufs Volkswohl. Verfassungswidrig. Das Grundgesetz ist weder in der Politik noch im Recht irgendwo je angekommen. Scharfe Worte, aber aus Erfahrung. So, ja. So muss man sich das vorstellen. Und jetzt geht es weiter. Du stellst das Grundgesetz auf und erlebst was, was auch einmalig ist. In der DDR hieß es, ihr wisst das hoffentlich besser als ich, die DDR ist ein sozialistischer Bauern- und Arbeiterstaat und ab 1968 stand drin unter der Führung der SED.
Und dann wird berichtet, wie der Staatsaufbau ist, dann wird berichtet, wie mit Eigentum umgegangen wird und wie mit produziert wird und so weiter und so fort, wird alles berichtet. Und dann stand in Artikel 19, der Artikel über die menschlichen Freiheiten, da stand drin, innerhalb dieser Ordnung hat jeder das Recht, in freier Weise an der Ausgestaltung des Sozialismus tätig zu sein. Da wurde erst ein Käfig gebaut und dann wurde gesagt, in den Käfig kriegt ihr alle Farbe, dürft ihr anmalen. Im Grundgesetz kommt das Wort Bundesrepublik am Anfang überhaupt nicht vor. Erst im 20. Artikel kommt das Wort Bundesrepublik vor. Da steht dann drin, die Bundesrepublik ist ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. Jetzt ist die Frage, was steht denn vorne drin? Was steht denn in Artikel 1 bis 19 drin? Ja, und da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Artikel 2. Dann geht das so weiter. Recht auf Religion, Recht auf Post- und Telekommunikationsgeheimnis, dass man nicht überwacht wird vom Staat. Alles so schön Sachen stehen da drin. In Artikel 1 bis Artikel 19 stehen erst die Menschenrechte. Und das ist der absolute Hammer. Und die stehen nicht nur so da, sondern die stehen so da, dass da tatsächlich steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist wie ein Grundsatz. Und dann Artikel 2 bis 19 sind die Durchführungen dieses Grundsatzes. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und sowas ist die Durchführung. Die müssten gar nicht drin stehen. Die ergeben sich für jeden denkenden Menschen, aber unsere Politiker gehören nicht dazu, von selbst. Ja, so. Die 2 bis 19 müssen nicht da stehen. Die sind nur die Ausführungen, was in Artikel 1 gefordert ist. So. Und da steht tatsächlich die nachfolgenden Grundrechte 2 bis 19. Binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Sie binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Damit hat das Grundgesetz was aufgemacht, was unglaublich ist. Die Menschenrechte sind unmittelbar geltend und alle Gesetze sind nur mittelbar geltend, heißt das auf Hochdeutsch. Sie binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Hammer! Der Grundgedanke war nicht, der Mensch ist für den Staat da, sondern der Staat für den Menschen. Nicht fürs Volk, für den Menschen. Für den individuellen Menschen. Und seine Rechte haben absoluten Vorrang vor allem, was jemals die Politik zu treiben hat. Das sind die allgemeinen Menschenrechte, die dort formuliert sind. Es gab 1948 die Proklamation der allgemeinen Menschenrechte. Die haben 30 Kapitel, aber im Prinzip ist das hier das Zusammengefasste. Hier fehlt nichts, grob gesagt. Ja, so. Das sind die allgemeinen Menschenrechte. Und diese Rechte gehören nicht dem Staat und gehören nicht dem Grundgesetz. Es sind unsere Gesetze, unsere Rechte. Es sind unsere Rechte. Sobald ein Kind auf die Welt kommt, hat es ein Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Naja, beim Kind kann man jetzt nicht sagen, Post- und Telekommunikationsgeheimnis. Da ist noch nicht so viel drin. Geheimnis, was in der Windel gelandet ist, wenigstens. Aber Spaß beiseite. Ja, aber man merkt, es sind unsere Rechte und nicht die Rechte der Politiker. Und wenn die mit ihren Drecksfingern da reinpfeifen, da haben sie nichts zu suchen. Entschuldige, wenn ich das so sage. Bravo! Aber sie machen es ja trotzdem. Und dann, ja, unsere Politiker haben vom Grundgesetz keine Ahnung. Da müsste doch aber jetzt dann sozusagen die Rechtsprechung eingreifen und sagen, hier, das ist nicht richtig. Ich meine, das ist auch immer so. Jetzt komme ich sofort auf das Gebiet, okay? So, jetzt geht's weiter. Das Grundgesetz als solches beginnt erst mit Artikel 20. Da wird das Wort Bundesrepublik zum ersten Mal gesagt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Was immer das heißt. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden.
nach Artikel 1. Das ist unmittelbar geltendes Recht. Und gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Der Artikel war 1948 schon gedacht, aber ist erst 1968 tatsächlich reingeschrieben worden, weil Carlo Schmitt hatte mit dem Recht auf Widerstand dann auch noch Probleme, nach dem Motto, dann ist ja der Politikermord plötzlich legitimiert. So viel zum Thema, aber das gab große politische Prozesse, aber er steht heute drin. So. Wie kam es denn, dass dieser Abschnitt 1968 dann aufgenommen wurde? Damals hatten wir die sogenannten Terroristen bei uns, also diese kleinen Terroristen, da gab es riesigen Ärger. Und da wollte die Bundesrepublik, wollte die CDU Notstandsgesetze einführen. Das heißt, außer Kraftsetzung von allem und man kann gewissermaßen mit voller Gewalt auf alles zugreifen und alle geltende Rechtsprechung außer Kraft setzen, damit man da loslegen kann. Das sind Notstandsgesetze. Und das wurde von den übrigen Parteien nur gestattet unter der Bedingung, dass dieser Artikel reinkommt. Dass man gesagt hat, selbst die Notstandsgesetze dürfen nicht absolut gelten, da muss was dagegen stehen. Und dann hat man den vierten Absatz damit reingebaut, dieses Widerstandsrecht. Jetzt ist das Besondere an diesem, was da rausgehoben wurde, der Artikel 20, den nennt man die Staatsstruktur, die Prinzipien der Staatsstruktur. Man nennt ihn auch, das ist das Grundgesetz im Kleinen. Weil da drin sind die Prinzipien für alles absolut festgelegt. Ja, und diese Prinzipien sind rein aus Menschenrechten behoben und aus keinen Partikularinteressen. Ich muss das nur einmal erzählen, was die Besonderheit an diesem Grundgesetz ist, an diesem Artikel 20. Wenn da steht, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Denn deswegen sozial, weil in Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Ohne einen sozialen Staat, einen Sozialstaat, geht das nicht. Ist das deutlich? Wenn da steht, sie ist ein demokratischer Staat, dann genau deswegen, weil in Artikel 2 steht, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das geht nicht in der Diktatur. Also dieser ganze Artikel, wenn man sich den anguckt, ist ausschließlich aus Menschenrechten gehoben und aus weiter nichts. Keine Partikularinteressen. Das war das Wichtigste für Carlo Schmitt, dass keinerlei weder politische noch wirtschaftliche Interessen irgendeine Bedeutung da drin erlangen können. So, das ist dieser Artikel 20. Jetzt kommt das Besondere, was Frau Merkel nicht wusste. Na, sonst hätte sie sich auch vom Turm gestürzt. Artikel 1 und Artikel 20 haben denselben Rang im Grundgesetz. Nicht Artikel 1 und die Präambel. Artikel 1 und Artikel 20 haben denselben Rang. Artikel 1 ist der Grundstein der Menschenwürde oder unserer Rechte und Artikel 20 der Grundstein der gesamten Staatsstruktur, die hinterher folgt. Und Artikel 1 und Artikel 20 sind deswegen die einzigen Artikel im Grundgesetz, die unter keinen Bedingungen geändert werden dürfen. Es gibt Artikel 79 Absatz 3, da steht das ganz deutlich drin, dass diese beiden Artikel nicht geändert werden dürfen. Man nennt das die Ewigkeitsgültigkeit dieser beiden Artikel. Weil alles andere, Artikel 21 bis 146, sind nur Folge von dem. Und ich muss mal sagen, was hier gesagt wird, ein demokratischer, sozialer Bundesstaat, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Alle Staatsgewalt. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Ey, Hammer! Damit ist der Demokratiestaat, ist Demokratie absolut dahingesetzt. Nicht nur Wahlen, sondern auch Abstimmungen. Thema kommt gleich. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Damit ist der Rechtsstaat geschaffen. Und zwar als einer, der nicht von Politikern, sondern nur von der Verfassung her. Ja, haben wir da auch. Ja, wieso kommt da das Wort Verfassung da vor, wenn es doch gar kein ist? Kam damals schon vor, tatsächlich, ist eine gewisse Inkonsequenz. Ja. So viel zu dem Thema. Also dieser Artikel ist nur aus den Menschenrechten gehoben, das ist die Konsequenz. Wir haben in Berlin den Artikel aufgestellt, das ist so schön, dass man es eigentlich mal zeigen sollte. Hier in dieser Bundestag, seht ihr das? Und davor sind so riesige Glasscheiben, richtig 3 Meter hoch. Innen drin arbeiten die Politiker, das sind die Politikergebäude, und vorne ist der öffentliche Raum. Und in den Glasscheiben eingraviert, eingelasert, ist das Grundgesetz. Heißt Grundgesetz 1949,
Problem ist, es stehen ja nur Artikel 1 bis 19. Aber Artikel 20 macht erst das Grundgesetz aus. Der Artikel 20, den kann man auffassen als die Folge des Dritten Reiches. Im Dritten Reich sind die Grundrechte sowas oder die Menschenrechte so getreten worden, dass man gesagt hat, und jetzt machen wir was draus. Wir machen eine Staatsstruktur, die die Grundrechte gewissermaßen zur Religion erklärt, wenn ich das so sagen will. Ne? Als unantastbar hinsetzt, als unmittelbar geltendes Recht, im Gegensatz zu dem mittelbar geltenden Recht, was dann entstanden ist darüber. Und deswegen nicht hinzustellen, das ist wie im Vatikan Weihnachten zu feiern, Ochs und Eselein und Krippe, alles ist da, und man vergisst Maria mit Kind. Nämlich die Besonderheit am Grundgesetz ist, diese Staatsstruktur, die aus Menschenrechten gehoben ist. Dann haben wir zum 70. Geburtstag 2019 des Grundgesetzes, haben wir das da aufgestellt. Und zwar aus dicker Buche mit purem Gold, den Artikel 20. Wir haben vorher am Rosa-Luxemburg-Platz vom deutschen Volk. Und wenn die Politiker sich nicht drum kümmern, dann ist es die Aufgabe des deutschen Volkes, es dahin zu stellen. Und da haben wir es hingestellt, damit man sieht, wie die Größenverhältnisse sind. Das ist irre, das ist unglaublich schön, erstens. Und das steht da noch? Nee. Wie lange sie haben, die Polizei, und wollte es wegräumen. Wir haben vorher Anträge gestellt, aber auch, aber natürlich mit Frechen, nach dem Motto, eigentlich ist das kein Grund für einen Antrag, wenn wir das da hinstellen als Volk zum Geburtstag des Grundgesetzes, den fehlenden Artikel. In solcher, dann brauchen wir dafür keinen Antrag stellen. Ist das deutlich? Das macht der Souverän, weil es notwendig ist und weil es da fehlt. Die Frage ist, wieso fehlt das da? Ja? Aber hingestellt kam die Polizei und dann haben wir gesagt, wisst ihr, wir haben einen besonderen Kunstbegriff. Kunst bei uns soll zur Erscheinung bringen, was ist. Und wenn ihr den wegräumt, macht ihr genau das, was heute passiert. Wenn ihr nicht kennt und den wegräumen würdet, wäre es ja langweilig. Dann haben sie ihn weggeräumt bei Nacht und Nebel. Dann habt ihr wieder weggeräumt, musst unterscheiden, dass man nicht wieder Verboten aufstellen, ganz wichtig, das habe ich auch unterschrieben. Und dann haben wir ihn zum 3.10. wieder hingestellt, aber innerhalb einer Demo. Da haben wir ihn erlaubt aufgestellt. Aber dann haben wir ihn stehen gelassen. Das habe ich ja nicht unterschrieben. Deutlich. So, und dann haben wir gesagt, wir wollen ihn stehen lassen vom 3.10. bis zum 9.11. 30. Mauerfall. Ne? Das war damals das große Thema und da waren ja lauter Festlichkeiten da und so weiter und so fort. Und haben sofort Herrn Schäuble, der war damals Chef des Bundestages und das ist in seinem Bereich, befriedeter Bezirk, da ist gar nichts erlaubt, haben sie ihn sofort aufgerufen, für uns da einzustehen. Ne? Die Behörden haben alle gesagt, geht nicht. Die Behörden haben gesagt, hier, der Weg hier ist 12 Meter breit, die Platte ist 1,70 Meter breit. Und die haben gesagt, da passen keinen Krankenwagen mehr durch. Also die Krankenwagen für Politiker sind über 10 Meter breit. Aber bei so großer Idiotie braucht man auch große Krankenwagen. Dann haben sie gesagt, man darf keine Grünflächen zerstören. So, mit solchen Argumenten sind die Behörden gekommen. Das hat richtig Spaß gemacht, also ich liebe die Behörden. Dann haben wir jedenfalls diesen Antrag gestellt, Herrn Schäuble, und Herr Schäuble hat persönlich abgelehnt. Persönlich, mit Unterschrift. Richtig geil. Dann haben wir den 12 Tage bewacht und haben den Künstler, der das gemacht hat, angeschrieben, ob er es akzeptieren würde, dass wir das da haben. Und dann haben wir es weggeräumt. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt war ja der 9.11., was machen wir jetzt am 9.11.? Am 30. Nord. Und dann haben wir uns mal nackt dahingestellt. So. Ne? Und da steht drauf, schutzlos ohne Grundgesetz, hier hat die Staatsmacht den Artikel 20 weggeräumt. Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie nicht nötig. Ohne eine aus den Grundrechten gehobene Staatsstruktur, Artikel 20, sind Achtung und Schutz der Menschenwürde ein leeres Versprechen. Und wir sind alle schutzlos und nackt. 2019, 2020, Corona,
war der Fall. Das Deutsch, so haben wir uns dahingestellt, gab es natürlich riesen Erdauerung, wahnsinnig viele Polizisten, leider war keiner mehr da, der es fotografiert hat. Ach, da steht ja das richtige Fall. Sind Achtung und Schutz der Menschen würde dann leer zu sprechen. Wir sind alle schutzlos und nackt. So, das war also die Geschichte. Die wollen, dass es weg ist, weil das stört gewaltig. Das Grundgesetz ist so aufgebaut, dass die erste Artikel 1 des Artikel 19 sind, gehören nicht zum Grundgesetz, sondern sind unsere Rechte. Allgemeine Menschenrechte. Und die gehören zum Grundgesetz wie die Felsen unter Schloss Neuschwanstein zum Schloss Neuschwanstein gehören. Ja, das ist der Fels, auf dem das Grundgesetz aufgebaut ist. Das Bundesverfassungsgericht ist ja dann in der Staatsstruktur auch beschrieben. Ne? Und das ist dafür da, damit wir die Möglichkeit haben, uns staatlicher Bevormundung zu erwehren. Ja, deswegen haben sie einen Harvard dahin gebracht. Da, aber dafür ist das da. Ganz deutlich. Das ist das Grundgesetz an der Stelle. Okay. Ja, alles, was danach folgt, ist Ausführung von Artikel 20 und Artikel 1. Das heißt, es darf in der Bundesrepublik von Seiten des Staates nichts anderes passieren, als was in Artikel 1 und Artikel 20 festgelegt ist. Reine Demokratie. So, und jetzt kommen wir mal zurück zum Thema. Wenn ich jetzt sage, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben, versteht man vielleicht, dass das erstens Sinn macht, weil das Grundgesetz so geil ist. Und zweitens, dass es Sinn macht auch, weil es noch gar keine Verfassung ist im Sinne von uns, vom Souverän. Jetzt, wenn man nur das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, entsteht das Problem, da drin ist so viel gelogen worden und so viel Scheiße reingeschrieben worden und so vieles nicht erlaubt worden, auch von den Alliierten, dass man unter Umständen mit Scheiße zu Gold erhebt. Ist das deutlich? Deswegen haben wir die zwei größten Schwächen des Grundgesetzes gleich mit zur Abstimmung stellen. Das heißt, darüber wird gar nicht diskutiert. Das wird am Stück mit Ja oder Nein, ich erzähle mal auf Ja, damit man einen Ausgleich hat. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Heißt, ich habe nicht nur ein Recht, Politiker zu wählen, sondern ich darf plötzlich mitbestimmen, was macht unser Militär am Hindukusch? Wollen wir das überhaupt? Wollen wir Speerspitze gegen Russland sein? Das ist ja lange verhandelt worden, bevor wir es endlich sein durften. Ne? Wie stellen wir uns die EU vor? Ist es berechtigt, dass unsere Politiker ihre Kompetenzen permanent abgeben an nicht-demokratische Institutionen, im größten Maßstab abgeben an nicht-demokratische Institutionen? Was ist mit Rammstein? Ist es berechtigt, dass die Amerikaner über deutschen Boden in der Welt Drohnenkriege führen? Was ist mit der NATO? Wollen wir Bündnispartner in einem Angriffs? Das hat ja nichts mit Frieden schaffen zu tun, sondern die amerikanische Weltmacht hält sich ihre Position als Weltmacht über die NATO. Ist es berechtigt, dass wir dabei sind, oder haben wir eine andere Rolle in der Welt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Dritten? Das deutlich, diese Fragen, solche Fragen stehen plötzlich in Massen offen. Das heißt, alle Fragen, wo wir nur zugucken dürfen und nie gefragt werden, die wichtigen Fragen werden wir nie gefragt. Das nennt man, das sind die Volksabstimmungen vollumfänglich, wo man über die Staatsziele und alles, was unsere Politiker machen, das ist bundesweit, über die Bundesregierung mit abstimmen kann, die kommt mit in die Verfassung. Das hat gefehlt, das haben die Amerikaner verboten. Es steht, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Und diese Abstimmungen haben die Amerikaner verboten, ganz deutlich. Und unser kleiner Adenauer fand es auch ganz geil, weil er hat gesagt, Volksabstimmungen, da haben die Parteien ja Konkurrenz. Das können wir nicht brauchen. Ne? Und dem Volk hat man 1948 sowieso nicht so viel getraut, nachdem sie alle beide gleich hinterhergerannt sind. Das ist sogar ein verständliches Argument. Dieser größte Fehler des Grundgesetzes ist gleich hiermit abgestimmt, dass der weg ist. Der zweite größte Fehler ist, dass wir über die Verfassung gar nichts zu sagen haben. Unsere Politiker, wenn sie denken, sie haben 75%, dann schreiben die da rein, was sie wollen. Und wir stehen nur da und gucken zu. Ich stimme zu, dass über den Inhalt der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann.
Das heißt, die Art, wie wir das erheben, ist so, dass die Fehler, die grundsätzlichen Fehler des Grundgesetzes gleich mit erledigt werden. Ist das deutlich? Durch ein Ja oder ein Nein. Nämlich es nur zur Verfassung erheben, dann erhebt man Scheiße zu Gold. Und das würde ja die Verhältnisse zementieren. Ist das deutlich? Das sind die drei Fragen, die da stehen. Und jetzt würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause und dann geht es nämlich wirklich ernsthaft weiter. Wie setzt man das im politischen Rahmen durch? Wie macht man das, dass das so eine Abstimmung wirklich Gültigkeit hat und nicht erst zum Bundespräsidenten gebracht werden muss und der sagt, ja, das ist interessant, interessiert uns aber nicht. Wie setzt man das durch, dass unsere Politiker zu keiner Sekunde irgendwas dabei zu sagen haben? Unsere Politiker haben ihre Legitimität fürs Volk tätig zu sein vollständig verloren. In keiner Weise. Deswegen muss man die Sache so einrichten, dass sie in keinem Punkt irgendwas zu sagen haben. Und das ist eine ganz normale Frage des Souveräns. Wenn der Souverän eine Entscheidung trifft, dann fragt man doch nicht sein Personal.